Tausende sollten es werden, am Ende ziehen aber doch nur einige hundert Corona-Leugner und Impfskeptiker durch Dresden. Größtenteils friedlich. Dennoch verboten, die Polizei leitet Verfahren gegen rund 200 Teilnehmer ein, weil sie gegen die Corona-Vorschriften verstoßen. Und immer wenn die unsere Einsatzkräfte bemerkt man, so hatte man das Gefühl, zumindest haben die sich vereinzelt, um dann eine Viertelstunde später wie irgendwo anders aufzutauchen. So dass so ein bisschen dieser Begriff Katz-und-Maus-Spiel das wahrscheinlich am ehesten trifft. Schützen stellen sich nicht nur Polizisten, sondern auch Medizinstudenten vor die Uniklinik. Ihr Appell, impfen statt schimpfen und keine Macht den Rücksichtslosen. Wie mächtig die Omikron-Welle zuschlagen wird, noch unklar. Nicht nur in Südafrika, auch in Großbritannien und Frankreich sinken die Zahlen. In Deutschland steht uns der Höhepunkt offenbar erst noch bevor. Doch das geht Richtung Ende der Pandemie. Es werden sich sehr viele infizieren, die meisten vielleicht gar nichts mitbekommen. Damit nicht zu viele Menschen auf einmal in Quarantäne sind, hat der Bundestag am Abend beschlossen, die Quarantänezeit zu verkürzen. Kontaktpersonen und Infizierte müssen sich künftig nur noch für 10 anstatt 14 Tage isolieren, können sich aber schon nach 7 Tagen freitesten. Geboosterte Kontaktpersonen müssen gar nicht in Quarantäne. Weitere Ausnahmen gelten für Kinder, Jugendliche und zum Beispiel Ärzte oder Pfleger. Heute stimmt auch der Bundesrat darüber ab.